Anfang der Woche macht sein Antidrogen zu kalt am Bonner Bahnhof und wir waren mit dabei. An unserer Schule gab es da schon viele Projekte über Drogen und ihre Auswirkungen. Aber ein ganz besonderes findet heute hier in Bonner statt. Denn der Revolution Train macht hier am Bahnhof Halt und versucht uns das Thema auf eine andere Art und Weise näher zu bringen. Heute machen wir hier einen Präventionstag und versuchen eben Jugendlichen durch unseren multimedialen 5D-Zug zu führen und ihnen eine Geschichte von zwei Jugendlichen zu zeigen, die so langsam mit Drogen, erst legalen, dann illegalen Drogen in Kontakt kommen. Und dann zeigen wir ihnen auch, den vor allem den Jugendlichen, wie man auch so langsam abrutscht in diese Drogenhölle. Wie kamen Sie auf die Idee? Proč jsi myslel tady ten projekt? Před 18 lety jsem navrhoval dětské hřiště. Vor 18 Jahren habe ich einen Kinderspielplatz entworfen. A předávkoval se mi kamarád. Und da hat eben in zu dieser Zeit hat sich eben ein Freund von mir ist an einer Überdosis gestorben. A já jsem si říkal, že neexistuje program, který by dokázal bavit současnou mladší generaci. Und da fiel ihm auf, dass es eigentlich bisher noch kein wirkliches Programm gibt in der Drogenprävention, die Jugend von heute wirklich anspricht oder das die Jugend von heute wirklich anspricht. A protože mám rád vlaky, tak jsem se rozhodl ten příběh převést do mobilního muzea. Und da ich einfach Züge mag, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, die Prävention in ein mobiles Museum zu verwandeln. Was ist in Zukunft noch geplant? Co plánuješ ještě v budoucnosti? Chci postavit úplně nový vlak. Ich möchte gern einen ganz neuen Zug bauen. A chci postavit supermoderní vlak. Und ich will einen supermodernen Zug bauen. Tak, aby jsme mohli mít uvnitř několik příběhů. So, dass wir innen drin im Zug viele verschiedene Geschichten zeigen können. A ukazovat současní generaci nejmodernějšíma technologiemi, že i pokud jim nejlepší kamarád nabídne drogy, tak to není nejlepší kamarád. Und wir wollen dort eben viele Geschichten und viele verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Und vor allem möchten wir, dass Jugendliche es schaffen, auch eben zum besten Freund Nein sagen können zu Drogen. Dankeschön. Ja, gerne. Danke.